einem neuen Video. Ja. Ihr seht, Mängel am Start. Wir wollen ein bisschen Zaun frei mähen. Für eine neue Kuhweide. Eigentlich hätte ich heute zum Schnicken wollen. Zum Vorschlichten. Nur regnet das schon wieder. Passt mir eigentlich gar nicht, aber die melden morgen gutes Wetter, nun wird eben auf den Tag verschoben. Und dann werden wir morgen einen Angriff machen. Ich war da gestern schon hin. Gucken, wie trocken das war. Das war schon sehr trocken, kam auch schon wieder die ersten Risse. Nur war oben bloß so eine Schicht, was wieder verkrustet war. Und wo ich dann eigentlich noch wieder mit der Kreissäge hin, in diese Schicht wieder loszubrechen. Und im Moment ist das ziemlich distellastig da. Bei den ersten Bearbeitungen habe ich es so ziemlich sauber gekriegt. Aber nur mit dem Regen sind die ersten auch schon wieder da. Und wenn ich nochmal mit der Kreissäge hingehen, den Rest, was wieder hochgelaufen ist oder aufgelaufen ist, kriege ich noch einen auf den Deckel und wie gesagt, diese Schicht nochmal um aufzubrechen. Aber bei so einem Wetter wird das nichts, weil das dann anfängt zu schmieren. Von daher kümmern wir uns heute ein bisschen um die Weide, Jungviehweide fertig machen und wo wir jetzt hingehen, zu Kantenmähen. Die Weide habe ich soweit fertig. Da muss noch der Zaun freigemäht werden, dann können Kühe dahin. Ja, dann starten wir mal, nehmen den Mängel mit und dann fahren wir da einmal rum zu. So, da sind wir auch schon einmal um die große Fläche rum zu. Hier sind alle hier Gras, Brombeerbüsche. Da sitzt da rum zu und das leitet alles den Strom in den Boden. Und das wollen wir nicht. So, dann wollen wir das Moped mal im Starten. Da wird die hier einfach mit dem Hebel gemacht. Da dreht sich schon was. Erster Gang drin. Was so klötert, das ist hier der Oberlenker, der kommt ein bisschen am hier. Das hört ihr das? Der kommt ein bisschen an die Kupplungspedal. Da darf ich das Ding nicht so weit hoch machen. Weil, wie gesagt, hier ist der Oberlenker und hier ist ja die Kupplung, das Kupplungspedal und dann seht ihr hier unten das blaue noch, das noch ein Stück von mir Oberlenker. So.
erster Gang drin und dann Gas. Dann kriegen wir hier im Gang schon Rumzug. Von hier oben schon Draufblick auf beide Zaunstangen, damit die nicht flach fährt. Aber geht dann 100% nicht. Der meistens da um eine Stange. Schöner wäre, wenn einer vorauslaufen würde. Habe ich ein bisschen gerade erwischt. Dann müssen wir ihn frei machen. Auch das. Und dann los ist, das weiß ich nur auch nicht. Hatte ich eigentlich da vorne festgemacht, aber da laufen wir aber mal an hoch. Sonst klappt das eigentlich ganz gut. Naja, ich klopfe da einmal in hoch und guck, wo das die Schwachstelle ist. Auf dem Mengele und jetzt auf dem Glas. Ich hab euch ja erzählt, dass ich hier eigentlich her wollte wegen mal durchkreiseln. So, aber heute Morgen war ja ein bisschen Regen und ein bisschen Nieselzeug und Plünn. Da wollte ich das ja nicht auf den Tag verschieben. Aber nun kam das so hell und so was. Und ein paar Stunden gab es dann nichts mehr von oben. Ich dachte, dann mal los und dann hier mal her. Und dann einmal durchkratzeln. Ne? Kratzeln. So. Und nun sind wir hier. Und dann machen wir die Kante nochmal los hier. Die obere Schicht. Und. Na. Drehst du nicht so. Da seht ihr, wenn ihr jetzt auf der Kamera seht, noch so Grünzeug hier. Das sind alles Disteln. Oder zu 95% Disteln. Bisschen AK-Fuchsschwanz ist ja noch mit zwischen. Aber das gehört hier alles nicht her. Von daher werden wir hier noch einmal mit der Kasselecke durch. Nun fahre ich nicht dieselbe Spur, sondern versetzt sie quasi. Okay, das eine Spur und in der Mitte ist ja so ein kleiner Wall. So ein kleiner Wall. So, ich fahre jetzt nur mitten drüber. Ich fahre Spur quasi. Ob das so Sinn macht oder nicht, keine Ahnung, aber verkehrt machen kann man es dann ja auch nicht. Ne? Und so zupfen wir das grüne Zeug dann noch raus. Dann haben wir erstmal wieder einen schieren Acker. Ich kriege heute noch oder morgen Spritzmittel, dann werden wir hier, sobald wir den Mais hier morgen gedrillt haben,
noch Vorauflaufspritzung machen. Denn hier, da sind wir hier auch immer durch. Ne? Oder haben wir erstmal Ruhe. Ob wir dann hier nochmal wieder her müssen, das bleibt offen dann. Ne? Aber nun mit dieser zweiten Maßnahme, mit der Kreislage, ist einiges an Unkräuter dann auch weg. Und jo. Dann haben wir diese Probleme dann weniger dann. Ne? Aber sonst läuft's gut hier. Ich fahre hier auch ein bisschen schneller rüber, damit nicht zu fein wird. So mit knapp 12 km/h. Das geht super. Das Grünzeug wird schon rausgerissen hier. Das vertrocknet nun. Gucken, dann können wir hier morgen herkommen. Zum Eis legen. Genau. Auch hier so eine nasse Stelle. Und da vorne auch. Hier habe ich ja letztes Jahr ein paar Mal nachgedrillt. Hier hatte ich ja meine Sommergerste und Weizen. Ein paar Videos könnt ihr runtergucken. Da war ich da ja ein bisschen in Action dann. Ne? Guck mal, die nasse Stelle ist nur trocken. Guck, von daher, wenn wir dann eben auflockern, aufreißen, dann trocknet es ein bisschen mehr ab. Kommt morgen der Mais rein und dann komme ich hier auch so mit der Grüppenfräse her und mache hier ein paar Grütten. Aber sonst bleibt das ganz gut hier. Schnell drüber, dass die oberste Schicht eben aufgelockert wird. Und dann hier, dann haben wir das auch. Ich habe leider mein Stativ draußen zu Hause vergessen. Ich hätte mal eigentlich mein Stativ mitnehmen wollen. Aber vielleicht klemme ich auch hier gleich mal so hin. Auf den Boden. Da habt ihr ein bisschen Maulwurfsicht oder Regenwurmsicht statt Vogelsicht. Aber die Krähen oder Raben, was das sind, was die schwarzen Viecher, die sind auch schon wieder hier. Naja, die werden morgen auch wohl wiederkommen. Von daher werde ich hier auch wieder tiefer legen, auf 6-7 cm, damit die dann nicht so leicht wieder ran können. Dann, ne? Vorne ist ja die Ecke, was unbefahrbar war, wo ich schon ein paar Mal nachgedrillt habe. Da sieht man immer noch diese grauen Stellen. Die sind immer noch ziemlich feucht. Die laufen auch was schwerer dann. Aber das kann nur ein bisschen von oben abtrocknen. So, die Anweisung vom Club habe ich fertig. So, wir machen einmal rechts herum. Ich fahre jetzt nicht hin und her, sondern im, also partiellen oder parzellenmäßig immer so ein Stück mit. Was geht dann was schneller, als wenn ich dann immer andere wegfahren muss dann. Jo, so, ich packe euch gleich dann irgendwo draußen hin und dann könnt ihr ein paar Bahnen angucken von außen.
sieht das aus. Es ist nur hier schön, schön krümelig. Kann man sehen, ich kann es bloß hier oben so ein bisschen an der Kante. Hier unten ist es fest und hier oben haben wir schon ein bisschen feine Erde. Und hier kann man auch sehen, dieses Distelzeug, das wird alles schon rausgerissen hier. Das wird hier schon rausgerissen, das vertrocknet nur. Und hier ist das noch was nicht bearbeitet. Und da hier kann man sehen, ja, gestern war es noch fester, aber da hatten wir noch ein bisschen Regen, 0,3 Liter. Das hat das noch ein bisschen aufgeweicht. Aber hier, diese Dinger hier, die sitzen ja noch fest im Boden und die kann ich schön mit der Maschio alles rauskratzen und diesen hier Boden dann noch mal ein bisschen auflockern. Ne? Das lässt sich besser drillen. Ich weiß nicht, wie die Bäcker damit klarkommt. Mit diesen verkrusteten Boden. Dann kann es nicht schaden, dass ich hier dann einmal mit der Kasselecke noch mal durchgehe und das noch mal wieder fein auflocker. Ich habe Oberlenker ziemlich lang, auch hier mit der Verstellung, hier ist die unterste Stelle, ich glaube ein Loch kann ich noch tiefer und dann bin ich auch schon am Ende. Also ich kratze oben so ein bisschen an der Oberfläche, das langt denn, ne? Dass hier nur dass die verkrustete Schicht einem loskommt und wegen den hier Disteln. Könnt ihr sehen hier, da all diese grünen Dinger, das sind alles Disteln. Genau, da mache ich nur so weiter. Ich habe noch 3% Akku und dann hier mache ich das dann fertig und dann sehen wir uns morgen hier wieder beim Legen. Also bis morgen. Ja! Wir sind am und ich bin am Drillen. Dreimal bin ich schon eine Runde gewesen und das läuft hervorragend. Gestern war ich ja hier, habt ihr ja schon gesehen, bei der Kraselecke bin das zweite Mal durchgegangen und hier kann man schön sehen, die Disteln, die sind nur so langsam vertrocknet. Das war ja auch so der Plan. Ja, ich bin schwer begeistert. Aber das Drillen läuft sehr gut hier. Ich kann mich nicht beschweren. Das läuft 100%. Ich tucke hier mit meine knapp 8 Kilometer Ballon. Eigentlich hätte ich heute Nachmittag kommen wollen. Aber der Vertreter war noch da und ja, das hat ein bisschen Zeit gekostet. Da, ja, als er weg war, war es Mittag, da habe ich den Anhänger noch mitgebracht, hergebracht, den PKW-Anhänger mit Restdünger und Saatgut. Und ja, da war es schon fast wieder 2:30. Ja, und dann vom Becken hat sich das wieso nicht mehr gelohnt, dann herzufahren. Da habe ich gedacht, ach, geh's nach Feierabend hin. Wir haben bis kurz nach 8 und kann ich hier schön meinen Abend verbringen. Drehe hier meinen Runden und dann hier kriegen wir das schön drin. Wetter spielt mit. Letzte Nacht hatten wir zwar noch Regen gehabt. Ich weiß zwar nicht wie viel. Einige Stellen sollen 12 Liter runtergekommen sein. Ich hatte heute Morgen 1 Liter auf dem Tacho. Aber der fängt ja wieder bei 12 Uhr an. Ich weiß nur nicht, was davor gewesen ist. Jedenfalls, hier ist das Knochen trocken, hier läuft das super, hier ist kein Geschmiere. Wenn das auch noch so hoch aufläuft, wie es reingekommen ist, dann super.
So, da haben wir diese kleine Fläche hier schon gleich fertig. Das sind ungefähr 2 Hektar. Und dann sind es noch 5. Und dann haben wir es. Da geht die Sonne unter. Aber vor der Dunkelheit schaffen wir noch locker. Und wenn, wir mir lappen. Ihr könnt jetzt sagen, was ihr wollt. Mais drillen, dann macht ihr so einen Spaß, ne? Schade, dass ich dieses Jahr bloß 10 Hektar habe. Ja, ein bisschen über 11. Wir so wie wir wollen. Im Kurm habe ich euch draußen noch aufgestellt bekommen und mein Handy noch am Tropf und muss im Laden. Und dann die nächste Sequenz seht ihr dann von draußen, denke ich mal. Aber seht ihr dann jetzt dementsprechend jetzt. Drohnen habe ich jetzt nicht mit. Wäre sicher auch schön gewesen, aber hatte ich noch nicht dran gedacht. Ist dann eben so, aber. Die Drohnenaufnahmen habt ihr im letzten Video, glaube ich, gesehen. Oder Video davor. Video davor, genau. Ja, dann denken wir einmal hoch und runter noch, dann haben wir das hier so fertig und dann geht es auf die größere Fläche da, an Weite der Gruppe. Und dann machen wir das auch fertig. So, bis später. Ich habe Mais drin, hat sehr gut gelaufen, keine Zwischenfälle gehabt und nichts. So, man muss sehen, dass wir kein Auto davor kriegen. Da sieht man ja auch ganz schlecht hier. Mit den ganzen Bäumen. Und so sieht es gut aus. Und dann machen wir nach Hause und dann ist auch Schicht im Schacht. So Leute, bis morgen. Moin! So, Tag später nach dem Drillen. Ich sitze auf dem Arboton und hinten seht ihr, ich habe die Spritze dran. Ich war schon ganz Tag an Spritzen. Eine Getreidefläche habe ich fertig, die jetzt am Wald, was ich euch da gezeigt habe. Die habe ich gleich als erstes gemacht, weil ich da ja als letztes da ja mit aufgehört habe. In der fluglosen Fläche. Genau, und dann hier habe ich da heute den Rest fertig gemacht und dann bin ich rübergegangen zum Mais. Da habe ich die erste Maisfläche gespritzt. So, die ist fertig und nun mache ich Vorauflaufspritzung für den Mais, den wir gestern gelegt haben. Eine Spritze habe ich hinten schon weg. Das ist die zweite und letzte. So, und nun habe ich ja mein Argotron da ja mit. Da hatte ich doch letztes Video ja erzählt, dass hier ich irgendwie Probleme habe mit der Vorderachse oder sowas. Weil das spontanisch. Ja, ab und zu kommt das ja mal vor, dass er dann hier, dass man den Gefühl hat, dass der Allrad da drin hat. Oder dann zuschaltet dann. Jo, aber das haut den ganzen Tag nicht wieder. Nun hatte ich aber das andere Problem, wenn man 1-2 Kilometer mitgefahren ist, da fängt an zu bremsen. Und zwar links. Für euch ist das rechts, aber das ist das richtige links. So. Dann geht er von 35 auf 30 und dann ist er kurz vom Abwürgen. So, dann wollen wir ein paar Meter rückwärts fahren, 10, 20 Meter rückwärts fahren und dann ist auch gut. Und dann kommt es auch nicht wieder. Und das hatte ich vorhin auch, nur mal mit dem Gucken, ob er das gleich auch wieder hat.
Das passiert bloß einmal und dann gab es halt nie wieder. Bremsen und sowas, das tut er also hundertprozentig, aber irgendwie ist er Ruhe drin. Ich habe keine Ahnung, was das ist. So, dann wird er auch wieder drin und dann wird er auch hoch. So, dann wollen wir mal im Starten und dann sehen wir uns gleich auf dem Feld wieder oder wenn das Symptom wieder auftritt. Dann seid ihr live dabei und vielleicht habt ihr da ja eine Ahnung. Mir kommt es also ein bisschen komisch vor. Aber so läuft das alles. Gucken wir mal. Bis gleich. Keine Probleme gehabt. Läuft die Sau, der Tacker. Ich weiß nicht, was das alles ist. Ich habe keine Ahnung. Na, die sind aber keine Überraschung. Aber wenn der läuft, dann läuft ja vernünftig, ne? Wenn deine 12.803,9 Stunden. So, da sind wir dann ja auch schon. Vielleicht habe ich soweit fertig. Und das sind meine Freunde wieder, die schwarzen Krähen oder Dohlen oder was das für Viecher sind. Jedenfalls alles, was schwarz ist, das ist nicht gesund. Lümmels. Aber ich habe tief genug in der Erde gepackt, dass ich da Ruhe vor da habe. Ja. So. Die vielleicht habe ich soweit fertig. Dann muss ich noch die bis da ungefähr bis zum Grün. Dann haben wir es. Hier komme ich mal nochmal mit der Grippefräse, kommt hier eine Grippe durch. Weil hier war ja schon mal der See. Und dann hier, da steht hier gar kein Oberflächengewässer. Und nun fragt ihr euch sicher, wie geht das ohne Fahrsystem, woher weißt du, wo du schon gefahren bist, wo du noch fahren musst? Ganz einfach. Ich habe hier eine 6 Meter Drillmaschine und eine 12 Meter Spritze. So, hier ist ja die Spur, die Drillspur und jede zweite Spur nehme ich. Da könnt ihr genau sehen, da, ich weiß nicht, ob ihr das so sehen könnt gegen die Sonne. Der endet, die Spitze endet quasi auf der anderen Seite von der nächsten Spur. So, und dann nehme ich die übernächste Spur wieder als Fahrgasse sozusagen. Und dann komme ich ziemlich aneinander weg. Das sind aber hier kleine Tricks, wenn man kein Fahrsystem hat. Ja. Adengo. Adengo. 0,33 Liter auf einen Hektar. Das mal als Randinfo. Also das Maisling, ich hätte euch gerne mehr gezeigt, aber ich hatte noch spontan Besuch hier.
Und dann ist er nicht mehr drauf geworden. Aber das Drillen hat super gelaufen. Keine Zwischenfälle gehabt. Lief einwandfrei. Gab nichts zu meckern. Und ja, bin sehr zufrieden. Dann mache ich das mal eben weiter hier und da geht auch schon die Sonne unter. So, bis morgen höchstwahrscheinlich zum Rippenfräsen. Tschüssi! Rein, Abstand oder ja, hintereinander. Was ist das? 11, irgendwo zwischen 11 und 12 cm. Gucken wir mal eben hier weiter. Der nächste ist, so, der ist ein bisschen verdichter dran, aber das kommt auch nur davor, das machen die neuen Maschinen genauso. Das so, der nächste Korn ist, da sitzt dann hier, müsste auch so um die 10-12 cm sein. Genau, hier sitzt der Korn und hier sitzt der andere. Holen wir noch ein bisschen weiter. Dann sitzt hier wieder. Der ist ein bisschen wieder mehr dichter dran. Der nächste sitzt hier. Ist hier noch was? Nee. Da ist schon ein bisschen mehr wieder. Das ist fast 20 ungefähr. Ja, ist eine alte Maschine, ne? Was verlangt man? Die neuen können das, glaube ich, was besser. Aber wenn man so die ersten Reihen sieht, wo eine neue Maschine gelegt worden ist, da stimmt der Abstand auch nicht so ganz. Ah, da habe ich den rausgeschmissen. Haben wir den hier wieder hin. So. Da habe ich ihn hingepackt. Der nächste sitzt hier. Also irgendwo zwischen 12 und 20 cm Abstand liegt der Mais. Und den ersten Mais, den ich gelegt habe, den habe ich dann so übernommen, als ich die Maschine gekauft habe. Der lag ja irgendwie so bei 8 cm, zwischen 7 und 8 cm. Das kam mir noch ziemlich eng vor. Aber dies gefällt mir besser. Dann denke ich mal, da sind die Stängel dann war dicker, weil die ja mehr Platz haben. Und ja, testen wir dann mal im Aus, ne? Ich sag ja, die Maschine habe ich nur seit letztem Jahr und die lernt man dann so nach und nach immer kennen dann, ne? Genau, so, dann machen wir Feierabend. Ich denke, es ist 9:30 oder sowas. Aber zum Spritzen ideal. Kaum Wind. Wenn ihr so nach den Windrädern da guckt, ich weiß, ob ihr das so sehen könnt. Die meisten stehen alle, die drehen alle unterschiedlich schnell, warum auch immer, das sind glaube ich andere Marken oder sowas, ne, aber es ist kaum Wind, ideales Spritzwetter. So, der große Feuerball verschwindet gleich hinterm Ems-Jade-Kanal und dann hier sagt er gute Nacht und dann sage ich dann auch, so, bis morgen, dann gehen wir mit der Gruppenfräse los. Oder komm hier nochmal mit der Spritze. Aber ja, da warte ich noch. Da gehe ich da hier mit Meister Power dann rüber. Da warte ich, bis es aufgelaufen ist. Und dann hier kann ich ja sehen, was hier dann noch gespritzt werden muss. Dann muss ich dann ja nochmal dann rüber. Ne? Von daher komme ich erst hier mal wieder nicht her, ja, außer zu Gürtenfräsen, aber mit der Spritze warten wir erstmal, wie sich das hier entwickelt. Also, so, bis morgen und gute Nacht. Ja, ich bin hier nur mit der Dreckschleuder.
Längsgriff habe ich fertig. Hier habe ich einen ordentlich durchgezogen, weil der Mitte ja immer so ein See bleibt. Jetzt werden wir da vorne da nochmal eine durchziehen, dass da gar kein Wasser stehen bleibt. Ne? So, wollen wir das haben. Drohnen habe ich mit. Da seht ihr hier da so. Und seht ihr von draußen besser, also von hier. Das ist immer so eine Schweine Scheißarbeit. Wir kamen gerade auch noch so ein scheiß Regen. Kann man an den Rädern sehen, dass ein bisschen was haften bleibt. Sobald der Schlick ein bisschen feucht wird, ist er ja gleich so anhänglich. So, so werden wir erstmal hier noch im einen durchziehen. Dann können wir ja sehen, dass da ein bisschen weich ist. Und dann hier bleibt da auch kein Wasser stehen. Ein so mitten rein. Und dann passt das. Da fliegen die Fetzen. Viel könnt ihr so nicht sehen. Dafür habe ich euch ja die Drohne in die Luft geschmissen. So, dann können wir uns da hin ablaufen. Aber wenn wir nochmal nachziehen müssen, dann noch ist tiefer. Boy.
war nichts mehr. Also, nun habe ich hier auch nochmal die Grippe durchgezogen, was ich damals ja sagte, dass ich da mal vorhatte, eine komplett durchzuziehen. Und nun habe ich da ja eine richtig eine Leine gezogen. Hier eine und dann da vorne einmal dadurch. Und diese kleinen, die muss ich dann nochmal extra mit der Schaufel, aber so kann erstmal das meiste Wasser weg. Und dann haben wir das auch so. Normal müsste ich diese hier auch rausmachen, aber dann versaue ich mir mein Gras hier. Dann müsste dann theoretisch, wenn der zweite Schnitt weg ist hier, müsste man dann nochmal, aber kann man auch genauso gut in den Herbst machen. Ne, Herbst nochmal ein Angriff, da muss ich wieder im ganzen Rhythmus nachgucken. Dann machen wir das dann mit, dann, ne, wenn der Mais dann runter ist. Dann schieße ich den Mais hier auch noch kaputt, die paar Pflanzen, die hier noch über sind. Und hier, na, da lass man. Also erstmal, dass das Oberflächenwasser weg kann, dass da kein See wieder entsteht. Ja. So, Pflanzenschutz können wir hier noch nicht machen, weil das ist sowas von weich. Da machst du mehr kaputt, das muss es mal abwarten. Da muss, ja, nützt nichts und muss es mal von oben eben abtrocknen. Da können wir ja auch eben mit der Spritze drüber. Die Fläche da drüben, das ist ja die erste, die ich da ja gelegt habe. Das habt ihr ja auch in dem Video da ja gesehen. Wo wir so ein Osterfeuer hatten. Da könnt ihr ungefähr so ein bisschen gucken, da. Die Fläche ist halt da ja. Die habe ich gestern gespritzt. Ja, die ist fertig. Und sonst sieht das hier auch so ein bisschen wild aus. Die Fläche ist kein Mais, ist kein Maisland, aber es ist als Maisland angegeben und von daher muss hier auch der Mais rein. Und hier kommt das soweit gut auf. Aber in der Mitte, wo der See war, da ist nichts. Und oben sind auch noch ein paar rein. Und hier Rest habe ich dann noch ein bisschen nachgedrillt. Das hier war ja auch die Fläche, wo ich dann mit dem Murcher den Rest Mais platt gemacht habe. Aber da kann man sehen, ich weiß nicht, ob ihr das seht, gucken, ob ich da ranzoomen kann. Nee. Da sind wieder die Krähen drauf. Da fliegt da wie was rum. Ich weiß nicht, ob ihr das sehen könnt. Naja. So, ich habe nur Grippe drin, das Wasser kann nur weg, also ein See wird dann wohl nicht mehr entstehen. Obwohl die ja für die nächsten Tage Regen gemeldet haben, richtig Regen. Das soll ja erst laut Kai Zorn Mitte Juli beständiger werden oder bleiben. Dass man auch mal Heu machen kann. Ne? Aber den Mais haben wir nur Gott sei Dank drin. So, Spritzen haben wir bis auf diese Fläche da soweit auch alles fertig. Getreide haben wir gespritzt, das ist super. Und ja, nun warten wir noch. Ja, was ist das nächste drin? Ja, das Jungvieh soll raus, das soll höchstwahrscheinlich morgen raus. Gucken, ob das klappt. Ja, die haben im Moment auch so viel Silo davor, die sollen immer den Silo leer fressen. Und dann können sie raus dann, ne? Gucken, ob sie bis morgen weg haben. Und wenn nicht, dann wird das dann nächste Woche, also dann im nächsten Video. Hätte eigentlich jetzt in diesem Video kommen sollen, aber muss man eben sehen. Gucken, wie hungrig die sind. Und dann, wenn nicht mehr viel ist, dann kommen sie morgen raus. Gut, so, jetzt haben wir gleich 3:30 und wir machen dann erstmal Feierabend. Oh ja, gleich möchte ich euch was zeigen. Dann kann ich dieses Video auch schon beenden. Ich habe was ganz Schönes gekriegt und da freue ich mich auch schon auf das Projekt. Und dann zeige ich euch gleich, was ich da gekriegt habe. Bis gleich. Sieht der nicht lecker aus? Aber richtig voll. Ja, aber nützt nichts. Die Krüppen sind rein, sonst ärgerst du dich den ganzen Herbst darüber. Warum du mit dem Mais da nicht von der Fläche kriegst, ne? Dann müssen wir einmal durch, dann nützt nichts. So, ich zeige euch nur, was ich gekriegt habe. Achtung!
Oder ich soll euch im nächsten Video zeigen. Soll ich? Nein, mach ich nicht. Das Getriebe ist gekommen für den 631. Ja, hatte ich euch ja erzählt, dass ich mir ein Getriebe besorgt habe. Und das ist gekommen. Der Schlepper, der da vorher gelaufen ist, ist aufgebrannt. Das kann man hier noch so ein bisschen sehen. Hier sind noch ein paar Brandspuren. Aber hier ist noch Farbe. Ja, aber hier kann man auch sehen, dass es ein bisschen heiß geworden ist. Das ist ein bisschen hinüber. Hier kann man auch sehen, hier, das ist alles Plünne. Der Hydraulikblock. Der ist ein bisschen heiß geworden. Und hier kann man auch sehen, hier, das ist auch alles heiß geworden. Aber das macht nichts. Das können wir alles, der Moment beim 631 montiert ist. Da kommt der Originale wieder drauf, der drauf gesessen hat quasi. Und dann können wir diesen hier irgendwie, keine Ahnung wie kaputt der ist, ob man den irgendwo bei der Seite legt oder ob der schrottreif ist, das weiß man nur nicht. Ne? Hier ist das auch alles hochgebogen, das ist alles schrottig. Ne? Aber mir geht es ja hauptsächlich darum, um die Innereien hier, und das sieht noch richtig schicki-micki aus. Das ist noch gut. Und hier, mir geht es ja darum, dass der 631er wieder die Zapfwelle hat. Diese Bremsen nun hier, die kann ich ja noch alles von dem alten Jahr wieder abbauen. Und hier wieder dran, ne? Das ist das Schöne, das passt ja alles wieder. Und hier, dann kann dieses Gelumpe weg. Gucken, ob das was taugt. Ich denke mal, die Bremssättel, die sind auch so heiß geworden. Die Bremskolben da drin. Das ist, ja, semi-schön. Aber ja, auch hier kann man sehen, die Bremsscheiben, die sind auch nichts mehr. Dieses war dicker und dieses ist dünner. Da werde ich mir bestimmt neue holen. Wollte ich bei mir auch aus den anderen auch raus, aber wenn man schon dabei ist, da kann man auch schon neue Bremsscheiben drauf packen. Und dann hier, ich dachte dann einmal check dann, ne? Genau. Und was mich richtig freut, ist nicht nur die Zapfwelle da hinten. Ne, kann man schön sehen. Er hat wieder den Stummel. Er hat sogar K3 Fanghaken beim 631, den Originalen, der nur im Moment verbaut ist, da ist K2 und die sind ausgeschlossen. Und diese sind noch relativ gut. Von daher kann ich mir erstmal das Geld wieder sparen. Das habe ich schon mal wieder drin. Ja, und sonst kann man sehen, die Seilzüge habe ich noch, das habe ich noch alles liegen, das liegt noch alles auf dem Board. Und ja, und mehr ist da ja nicht, ne? Plan ist, wenn ich dass ich damit anfange, nach dem zweiten Schnitt, ne? Der steht ja nur als erstes an, und den wollen wir erstmal noch fertig haben. Zwischendurch werde ich mir das Getriebe mal in der Werkstatt holen und dann schon mal das abbauen, den Hydraulikblock oben abbauen, das schon mal runternehmen und dann hier das so langsam fertig machen. Ne? Das drin muss eben ausgespült werden. Da ist auch alles was drin, was da nicht reingehört. Ne? So kleine Vorarbeiten kann man dann ja schon machen. Ne? Aber sonst die Zähne und sowas. So. Das ist nur alles gut. Da ist nichts dran, ne? Da ist nichts dran. Da ist noch alles richtig schick. Auch noch alles, ja. Ich denke mal, da werden wir dann noch Freude dran haben. Und was ganz, das haben die Deutsch getrieben auch so. Ja, ein Problem ist das auch nicht.
Hier ist ja das Differential. Und zwischen dem Differential oder diese kleinen Kegelräder, da sind Anlaufscheiben. So, und bei den meisten sozusagen liegen diese Anlaufscheiben hier schon unten da drin. Und hier kann man schon sehen, ich weiß nicht, ob ihr jetzt so sehen könnt. Da sitzen sie noch alle drin. Gucken, ob ich das irgendwie so hinkriege. Da kann man so also ein bisschen schlecht sehen. Jedenfalls, die Anlaufscheiben, die sitzen da noch alle drin. Und da ist auch noch kein Spiel und nichts drin. So, also das ist nur so ein bisschen das Normal, ne? Aber sonst werden wir da wohl noch viel Freude mit haben. Und was mich richtig freut, dass der 31/36 wieder voll funktionsfähig wird und dann auch ist. Und dann habe ich einen Frontattacker mit Frontsabwelle und wieder mit Hecksabwelle. Und dann kann man da wieder schon viel mehr mit anfangen. Ne? Somit brauche ich keinen vierten Trecker mehr. Das war ja der Hauptgrund, warum wir dann hier vier Schlepper hatten. Und der 611 ist ja letztes Jahr ja weggegangen, auch wegen der Zapfwellengeschichte. Und ja, nur hatte ich ja bloß zwei vernünftige Schlepper, einmal den Argotonia und den Arion. Guck, und beide sind nur ja besetzt. Ich bin ja froh, dass ich die Mängel noch habe mit den Murcher vorne dran. Guck, da können wir morgen auch noch losgehen. Noch einmal eine Weide im den Zaun frei mähen, wo der Jungvieh hin soll. Genau, da braucht man alle nicht umhaken. Ne? Spritze kann theoretisch nur ab. Der muss ab, weil der Futtermischwarm muss da wieder dran, die muss dann wieder füttern. So, dann ist der Teig auch wieder besetzt. Und der 631 steht dann ja bloß dann so rum, ne? Den kann man dann für solche Arbeiten dann immer wieder nutzen dann, ne? Zum Beispiel beim hier, ja, wenn du demnächst Heu ist, ne, dann kann er vom Kraseleuer laufen. Da brauche ich den Kraseleuer nicht da und an- und abbauen. Ne, dann kann er da vom Kraseleuer stehen bleiben. Und dann so aufstehen und los, ne? Genauso wie mit Schwadern und Pressen auch dann, ne? Das brauche ich alles ja nicht mit den zwei großen, dicken 200er machen. Das kann auch 120er ja gut tun, ne? Von daher, ich denke mal, die 1000 Euro hier, die sind gut investiert und macht den Trecker ja wieder wertstabiler dann, ne? Nö, den holen wir dann nächsten Tag im Rhein und dann hier gucken wir mal, was da uns so erwartet, ne? Wie gesagt, die beiden Bremsen nehmen wir ab und den Hydraulikblock nehmen wir ab und die Achse, ich habe da keine Ahnung von, ob man die auch gleich mittauscht oder ob das nichts macht, dass die heiß geworden sind. Ja. Also es ist immer so ein bisschen Farbe. Hier sitzt ja die Farbe ja noch dran, die blaue, ne? Ja, und da sitzt ja noch alles gut, ne? Weil man will ja nicht alles unnötig abbauen und oder umbauen. Ne? Nur das Nötigste. Und dann soll das gut sein. Ne? Ich denke mal, das können wir so lassen. Aber vielleicht habt ihr da ja Ahnung von. Könnt ihr da ja mal in den Kommentaren schreiben, was ihr meint. Achse mittauschen, also die Originalachse, die nur am 631 dran ist, mit dran. Oder die so lassen. Aber mit ein bisschen mit Farbe drüber. So, das Jungvieh geht raus. Ja. So, raus mit euch. Auf die Weide. Hier geht's nicht lang. Ja,
Raus mit euch, komm! Arlen! Arlen! Kein Bock oder was? So, hier ist Paula. Das ist Paula. So, Paula, Abmarsch. Paula. Alle raus mit euch. Da bleiben, komm. Oh, dann wollen wir ein bisschen nachhelfen. Wir sehen uns gleich immer auf der Weide wieder. Auf geht's! Da hin, ab! Pass auf, die Bella, aufpassen! Schön aufpassen! Aufpassen! Komm her, Oxy! Oxy, da hin! Aufpassen! Genau, so ist rein! Schön aufpassen! So, weiter! Guck, da kommt Paula ja. Paula! Paula! Das ist Paula. Die hat sich sehr gut gemacht. Und ich hoffe, dass es auch tragend ist und tragend bleibt. Ne, Moppelchen? Paula! Wo ist Paula? Wo ist Paula? Hä? Paulachen! So, die ersten fangen schon an zu fressen. Und dann haben wir es auch geschafft, ne? Ja. Mit diesen Bildern verabschiede ich mich und dann sehen wir uns am nächsten Wochenende wieder, wenn wir wieder bei irgendwas bei sind. Denn wir dafür dann beim Getriebe dabei gehen. Den Misthaufen muss ich wegfahren. Da, warum, erzähle ich euch dann auch im nächsten Video. Und gucken wir, was sonst noch ansteht. In diesem Sinne, schönes Wochenende. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Thank you.